Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie schön ist es, wieder da zu stehen. Wie schön ist es, wieder in einen fast vollen Saal hineinzuschauen. Fast voll, sie grinsen selbstverständlich. Aber es ist wieder möglich, einen Smart Monday durchzuführen. Und wir freuen uns außerordentlich, wir vom Kaufmännischen Verband Zürich, dass sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Wie Sie gesehen haben, wir haben alle notwendigen Schutzmassnahmen. Wir haben auch geschaut, dass Sie Ihren Aperol nicht nachher, sondern vorher nehmen können. Und ich hoffe, jeder hat so eine nette Tasche genommen mit einem Sandwich und etwas Süßes. Geniessen Sie es. Und wir haben ein leicht angepasstes Programm natürlich auf die jetzige Zeit. Sie sitzen auch sehr weit auseinander. Wir müssen das einfach ausprobieren. Wir haben gedacht, das passt zu unserem heutigen Thema. Einfach mal ausprobieren. Wir probieren noch anders aus. Wir probieren aus, dass für diejenigen, die nicht können da sein, nicht wollen da sein, dass der ganze Anlass live gestreamt wird. Das heisst, Sie können das sehen über unseren YouTube-Kanal. Und wir probieren das jetzt auch neu aus, dass Sie selbstverständlich nicht darauf verzichten müssen, Fragen zu stellen, respektive natürlich dann auch Antworten überzukommen. Weil das manchmal aber ein bisschen schwierig ist mit dem Mic, machen wir das mit einer digitalen Form. Wenn Sie Lust haben, wenn Sie mögen, bitte ich Sie, da den QR-Code Ihres Handys darauf zu richten. Sie kommen dann auf die Seite, auf das Slido, den Code eingeben und wenn ich jetzt weitermache, fötelt es doch einfach schnell vorher und nutzt und übt gerade Ihre digitalen Skills im Moment. Danke, das wäre auch so ein Learning, einfach auf die Seite stehen. Ich sehe immer noch Handys, die hier oben sind. Gut, machen wir weiter. Wunderbar. Ich hoffe, das klappt jetzt und ich hoffe, währenddem Sie da das Slido einrichten, vielleicht gleich noch mir folgen können. Das wäre jetzt eben der Multitasking-Aspekt von Ihnen. Unser Titel heute ist «Work smart, alles flexibel oder was?». Wenn Sie mir die Frage von einem halben Jahr gestellt hätten, dann hätte ich Ihnen sehr wohl meine Vorstellungen von Flexibilität, von flexiblen Arbeitsformen, vielleicht ein bisschen von Homeoffice oder von flexibler Pultstellung können darlegen. Und ich hätte Ihnen aber auch gesagt, wenn man so etwas machen will, braucht man manches Jahr, weil das ist ein ganz langjähriger Prozess, weil man Gewohnheiten auch nicht so schnell ändern kann. Und heute muss ich sagen, nein, es geht auch schneller. Wir beim Kaufmännischen Verband Zürich und ich nehme an, auch Sie persönlich, auch Sie, Ihr Unternehmen, haben gelernt, flexibel zu sein, schnell zu lernen und auch den Mut haben, zum Ausprobieren. Und jetzt ist man so in einer Phase, wo man merkt, und jetzt, was machen wir jetzt damit? Wie gestalten wir jetzt die Möglichkeiten, die sich uns bieten, um smart können schaffen. Und ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute zwei Spezialistinnen vorzustellen in diesem Gebiet. Die werden in Ihrem Referat dieser Frage nachgehen und sie lassen uns teilhaben an ihren Expertise. Es sind Alexandra Kühne, sie ist Geschäftsführerin von der Work Smart Initiative, die Initiative, die seit 2015 von grossen Arbeitgeberinnen aufgebaut worden ist, getragen wird und als Netzwerk und Plattform agiert. Und Muriel Bugas. Sie ist Researcherin bei der Witzig The Office Company und sie evaluiert Trends von der Zukunft der Arbeit und bringt die ihren Kunden näher. Und ich sage jetzt einfach, heißen Sie die beiden Damen, zuerst Alexandra Kühne, ganz herzlich willkommen mit einem ganz warmen Applaus. Danke. Bitte, Alexandra. Danke. Das
Flexibilität, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, der grösste Preis, den man wahrscheinlich für grosse Flexibilität zahlt, ist Einsamkeit. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Alexandra Kühn. Amalia hat mich vorher vorgestellt. Ich bin Geschäftsführerin von dem Geschäftsnetzwerk WorkSmart-Initiative. Und was wir machen, ist im Prinzip alles Wissen, alle Erfahrungen rund um eben die Flexibilität zusammenzuführen. Ja, und heute heisst es eben WorkSmart, alles flexibel oder was? Man könnte vielleicht auch sagen FlexWork. Alles smart oder was? Das wäre eigentlich fast noch so ein bisschen mein lieberer Titel gewesen, weil ich glaube, es geht wirklich darum, wie wir die Flexibilität so umsetzen, dass sie eben wirklich gewinnbringend ist. Weil wir können von dieser Flexibilität alle profitieren, wenn wir es dann wirklich nur auch smart machen. Und um das geht es heute, darum bin ich auch heute da. Ich glaube eben, das Thema ist so relevant, wie wahrscheinlich vorher nie war. Und es ist gut, wenn wir heute darüber reden, uns austauschen, mal so einen Rundumblick machen. Was ist eigentlich das Thema bei dieser Flexibilität? Wie müssen wir sagen? Was sind die Herausforderungen? Wie machen wir es eben smart? Und da freue ich mich nachher dann auch besonders auf die Miriel, die dort uns noch ein bisschen mehr Einblick kann geben kann. Ja, das bin ich. So habe ich etwa geschafft im Homeoffice. Also alle Hände voll. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind zum Glück nicht mehr so im Brei-Alter. Aber Homeschooling ist also auch nicht ganz ohne, wenn man nebendran noch arbeiten sollte, den Haushalt noch machen sollte, den Einkauf noch machen sollte. Und beim Thema Work Smart, Sie können sich vorstellen, ich habe wirklich alle Hände voll zu tun gehabt, weil die Leitungen sind heiß gelaufen. Also es ist wirklich, es sind Fragen gekommen von den Medien, von Unternehmen, von Arbeitnehmenden. Wir haben einfach wirklich alle Hände voll zu tun gehabt. Und so wie da, so macht also niemand Homeoffice. Und bitte machen Sie es auch nicht so. Aber es ist einfach, wenn es muss gehen, dann muss es irgendwie gehen und dann geht es auch irgendwie. Und dann kommt natürlich ganz noch eine andere Dimension, nämlich eben die Digitalisierung. Wir haben schon lange von dieser digitalen Transformation geredet. Und es hat zum Teil Geschäfte gegeben, Unternehmen gegeben, die haben das erkannt, wie wichtig das ist, die digitale Transformation. Und bei Barne ist es dann halt wirklich so gekommen, dass die Bombe fast eingeschlagen ist, dass man sich dann hat müssen endlich dazu bewegen. Man kann schon sagen, dass Covid, der Virus, so ein Brandbeschleuniger für die digitale Transformation. Wobei ich bin eigentlich nicht ganz so der Meinung, eigentlich tut sie nicht die Digitalisierung vorantreiben, sondern eben die neuen Arbeitsformen. Weil wenn man muss daheim sein, ja, dann braucht es einfach die entsprechenden Instrumente dazu. Ja, und das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, oder so die Frage, wer hat denn, das ist der sozialen Medien zum Teil gewesen, wer hat denn die digitale Transformation vorantrieben? Ist es eben vielleicht ein Geschäftsleiter gewesen? Ist es vielleicht der CIO, der IT-Leiter oder Digitalisierungsleiter, CTO von mir aus auch gewesen? Oder ist es eben Covid gewesen? Und so wie wir es von vielen Unternehmen gehört haben, ist es natürlich schon dann klar, was die Antwort ist. Es ist eine Frage von, lässt man sich treiben von eben so externen Faktoren oder treibt man es voran, wo man natürlich wirklich in einer stärkeren Position ist. Ja, und wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, es geht gar nicht so darum, dass dann die Digitalisierung den Sprung gemacht hat, sondern man hat einfach müssen daheim bleiben. Und das hat dann nachher zu dieser Situation geführt, weil man neue Geschäftsmodelle braucht hat auf die Stadt, weil man eben nicht mehr erzählen aus dem Haus gehen oder nicht mehr erzählen mit den Kollegen in einem Büro hocken, dass man dann wirklich daheim in dem Homeoffice war. Ich möchte heute nicht über Homeoffice eigentlich reden, wir kommen aber nicht ganz drum herum. Homeoffice ist eigentlich so ein Thema, das wir schon länger bearbeitet haben. Vor 10 Jahren, bevor das die WorkSmart-Initiative in der Form, wie es heute gibt, gegeben hat, haben wir den Homeoffice-Tag lanciert. Das war damals noch Microsoft zusammen mit Swisscom und noch ein paar anderen Unternehmen gewesen. Und Sie können sich vorstellen, der Homeoffice-Day schweizweit, das war so etwas wie der autofreie Sonntag. Also, einmal im Jahr macht man das und zeigt, ja, es ist möglich, anders zu arbeiten. Und dann macht man es wieder nicht mehr. Aber es war so die Idee gewesen, man zeigt, es geht auch anders. Und die grosse Vision werden halt gewesen, dass eines Tages die flexiblen Arbeitsformen so etabliert sind, dass man vielleicht eben nicht mehr von Homeoffice redet oder nicht mehr von einem Homeoffice-Tag redet, sondern von einem Office-Day.
Und ich glaube, jetzt irgendwie so nach dem Covid, nach dem Lockdown vor allem, sind wir fast ein bisschen an diesem Punkt angekommen. Jedenfalls, unsere WorkSmart-Initiative redet auch noch zum Teil über Homeoffice, aber es geht eigentlich um andere Herausforderungen, die die Arbeitsform mit sich bringt. Ja, es geht nämlich eigentlich zuerst mal ums flexible Arbeiten. Das ist auch das, wo wir den Verein von dieser WorkSmart-Initiative gegründet haben, gesagt, wir reden jetzt nicht mehr über Homeoffice, sondern um Flexibilität. Mobil, flexibel arbeiten. Und dann war auch immer wieder die Frage, was ist denn das überhaupt, flexibel arbeiten in der Arbeitswelt? Und dann haben wir das zusammen mal versucht, ein bisschen zu systematisieren. Wir haben dort ein Modell entwickelt, zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo wir eine Skala aufgestellt haben. Eine Skala von 1 bis 5. 1, wenig Flexibilität, 5, maximale Flexibilität. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es verschiedene Faktoren. Zum Beispiel der Raum, ja. Wie schafft man denn? Hat man so die Einzelbüros, jeder an seinem Pult? Oder hat man grosse Büros? Oder hat man vielleicht gar keine Büros mehr? Ja, das wäre dann sicher immer mehr so richtig Flexibilität, also richtig das Fünfe, wenn man das jetzt auf die Skala legen will. Der Raum ist aber nur eine Dimension. Wir haben natürlich dann auch die Technologiedimension mit den Tools. Also wer bereits schon in einem Unternehmen Cloud-basiert zum Beispiel schafft, dass er seine Daten nicht mehr auf dem Rechner hat, sondern irgendwo auf einem Server, wo jeder darauf zugreifen kann, der ist sicher eher auf der flexibleren Seite, auch wenn es dann gar nicht mehr darauf ankommt, ob man jetzt die Dateien vom Computer oder auf dem Handy oder von wo auch immer abrufen. Und dann haben wir noch eine andere Dimension. Das ist dann das Arbeitsmodell. Kann man sich so also vorstellen, es gibt ja in jedem Unternehmen so ein Arbeitsreglement. Und bei gewissen ist Homeoffice gar nicht das Thema. Ist es ja sowieso auch nicht laut OR, laut Gesetzgebung. Aber zum Teil wird das geregelt, wie viel Homeoffice das man machen darf. Und das ist vielleicht dann so ein bisschen eher weniger flexibel, weil meistens steht dann drin, ist nicht erlaubt oder vielleicht darf man einen Tag, aber nur in Absprache mit dem Vorgesetzten. Jetzt, wenn Sie noch jemanden arbeiten, wo das schon in der Kultur drin ist, wo es vielleicht nicht einmal mehr ein Arbeitsreglement dazu braucht, weil es einfach völlig klar ist, man kommt und geht quasi in Abstimmung mit dem Team natürlich, das wird gelebt, dann ist man sicher auf der flexibleren Seite unterwegs. Und das andere ist dann, die Hierarchie, also die Organisationsstruktur von Unternehmen, die wenig flexibel sind, die sicher sehr hierarchisch sind, in der Linie sind, bis hin dann zu Unternehmen, die sehr flache Hierarchie oder gar keine mehr haben, die vielleicht gar keine Vorgesetzten mehr haben, und dann eben projektbasierend in verschiedenen Teams arbeiten, sozusagen agil. Und wichtig ist da sicher auch, man kann jetzt nicht nur, weil man jetzt einfach ja, mit mobilen Geräten schafft, schon super flexibel arbeiten, sondern das hat natürlich immer auch Auswirkungen auf die anderen Dimensionen. Also schiebt man noch mit der Regel so ein bisschen Richtung Flexibilität über, dann automatisch kommen normalerweise auch die anderen Dimensionen nach. Und an dieser Stelle für mich ganz wichtig noch zu sagen, es ist nicht einfach je mehr rechts, desto besser. Es ist da gar keine Bewertung dahinter. Es passt natürlich auch nicht in jedes Unternehmen, nicht für jede Berufsgattung, nicht für jedes Aufgabengebiet und auch nicht jederzeit die maximale Flexibilität. Und eben smart ist es auch nicht immer. Ja, aber manchmal ist es eben smart. Und da kommen wir schon dazu zum Nutzen von diesem flexiblen Arbeiten. Ich denke, das zeigt es so sehr schön. Ich habe gerade letzte wieder mal den Spruch gelesen, von wegen, die Arbeit mag warten, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigen willst. Aber der Regenbogen kann nicht warten, bis du mit deiner Arbeit fertig bist. Also einfach so viel zum Thema. Gewisse Lebensbereiche, die sind vielleicht eben, haben für uns gewisse Vorgaben. Umso besser, wenn man andere Vorgaben ein bisschen kann oder eben andere Bereiche in seinem Leben, wie die Arbeit, ein bisschen kann, drumherum organisieren. Und es müssen auch nicht immer Kinder sein. Und wo ich mich natürlich auch stark dagegen wehre, darum habe ich da keine Frau auf das Bild genommen. Es ist nicht jetzt irgendwie einfach nur, um die weiblichen Fachkräfte wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die Flexibilität und die Diskussion um das, sondern es geht darum, dass dort auch neue Rollenbilder in der Gesellschaft ermöglicht werden.
Und eben vielleicht auch, es geht ja nicht nur um Kinderbetreuung, es geht auch um die Pflege von Familienmitgliedern, von älteren Familienmitgliedern, es geht auch um ein Hobby. Wieso nicht meine Arbeit vielleicht auf den Abend verschieben, wenn heute ein wunderschöner Tag ist, wo ich meinem Hobby Joggen oder Rudern oder so könnte nachgehen, was ich dann nicht am Abend machen kann. Geht natürlich nicht in jedem Fall, aber manchmal geht es. Und wenn man die Freiheit in dem Moment hat, wieso nicht und umso besser. Es motiviert. Es kann die Produktivität steigern, es kann natürlich auch Arbeitskräfte motivieren und dass sie länger beim Unternehmen sind oder überhaupt neu mit würden anfangen zu arbeiten. Das ist sicher ein Thema mit der Vereinbarkeit, das ganz wichtig ist. Produktivität, ich habe es vorhin schon angetönt, die kann natürlich gesteigert werden, wenn man flexibler arbeiten kann. Microsoft, der damals eben den Homeoffice-Tag ins Leben gerufen hat, hat das eigentlich aus einer Not heraus gemacht. Die haben nämlich ihre Büros umgestaltet und statt dann sich irgendwo fremd einzumieten, haben sie gesagt, ja, wir tun doch einfach allen Homeoffice ermöglichen. Wir machen noch eine gute Geschichte rundherum quasi. Ja, schauen dann, was passiert. Dann hat die ETH Zürich in diesen 3 Monaten, wo die Mitarbeitenden von Microsoft daheim waren und daheim gearbeitet haben, gerade noch die Produktivität gemessen. Und tatsächlich die Produktivität, die individuelle Produktivität von diesen Arbeitnehmenden, die ist bis zu 30% höher im Homeoffice. Das sind Zahlen, die nicht so überraschend jetzt während dem Lockdown, wo auch Unternehmen ihre Produktivität gemessen haben oder im Nachhinein geschaut haben, ist das überhaupt gelaufen? Wie haben die Leute geschafft? Wie haben wir an unseren Projekten arbeiten können? Zum Teil ist die Produktivität rasant aufgegangen. Das haben wir auch gehört als Rückmeldung von Unternehmen. Was man auch sehen muss, aber die Produktivität gemessen auf einem Team, die soziale Teamproduktivität, das weiss man, die sinkt mit der Zeit. Die sinkt, wenn man auf das ganze Team sieht, über eine gewisse Zeit ist die dann nicht mehr so gut. Das kann einem auch ein bisschen zu denken geben. Hat mit dem Thema vielleicht auch von der Einsamkeit zu tun, die ich am Anfang genannt habe. Das Thema mit dem entspannten Pendler. Also, es ist ja so, dass die SBB, und ich rede jetzt vor dem Lockdown, eine Auslastung von 30% hatte. 30% kann man nie und nimmer glauben, wenn man die Strecke von Zürich nach Bern macht. Kennen Sie sicher. Und dann gleich, wenn man mal so um 11 Uhr unterwegs ist, alles leer, man hat viel Platz, man hat viel Ruhe, dass man dort natürlich ein besseres Gleichgewicht kann erreichen, das liegt nicht nur im Interesse der Pendler, die dann auch vielleicht in Ruhe mal Zeitung lesen können, die entspannt ankommen, sondern auch im Interesse der Volkswirtschaft und natürlich der Betriebswirtschaft, der einzelnen Unternehmen, die wissen, sie haben entspannte Arbeitnehmende, die ankommen, die vielleicht sogar schon etwas geschafft haben. An dieser Stelle zitiere ich häufig eine Studie, wie viel CO2 man könnte sparen, wenn man nur schon mal einen Tag in der Woche von daheim aus arbeiten tut. Es ist nämlich auch ein Ökologieaspekt hinter dem Ganzen, der einen Nutzen zeigt. Aber ich glaube, das war so eine von diesen Headlines, die man während dem Lockdown lesen konnte. Ich weiss, es ist Blick. Aber es sind Messungen dahinter und ich weiss nicht, wie es reingegangen ist. Ich hatte wirklich das Gefühl, wir hätten eine bessere Luft gehabt. Genau. Also, genau. Es hat natürlich schon einen Effekt. Weniger Flüge, weil man seine Meetings auch online machen kann. Nicht immer müssen ins Büro pendeln. Das sind alles so Effekte. Und dann zuletzt eben auch das Thema vom Miteinander zusammenarbeiten. Natürlich, ich hatte dann auch die Tage, wo man dann ein Online-Meeting nach dem anderen hatte. Aber grundsätzlich, die Meetings waren sehr viel effizienter und man hat sich 2-3 Mal überlegt, vielleicht muss man ein Meeting wirklich machen. Man überlegt sich, wie man zusammen arbeitet, wenn man sich nicht mehr sieht. Man tut vielleicht mehr auch eben cloud-basiert arbeiten, ein Dokument neu mit ablegen und alle können miteinander daran arbeiten, zu dem Zeitpunkt, wo sie auch kreativ sind. Es gibt einfach eine andere Art von Zusammenarbeit und was natürlich dann auch möglich ist, Innovationen in dem Moment. Alles flexibel oder was? Nein, natürlich nicht. Wir haben in der Schweiz
Erhebungen gemacht, wo wir geschaut haben, mal, ja, wie viele Personen könnten in der Schweiz überhaupt flexibel arbeiten. Das hat sich jetzt nicht grundsätzlich verändert, obwohl vielleicht ein paar digitaler geworden sind. Und das sind interessante Zahlen, die sind jetzt allerdings schon 4 Jahre alt, aber so plus, minus stimmen die immer noch, weil es ja nicht ganze Sektorenverschiebungen gegeben hat aufs Mal. Also die Hälfte von allen Schweizer, von allen Arbeitnehmenden in der Schweiz, rund 2,5 Millionen Arbeitnehmende, die können einfach mal nicht orts- und zeitunabhängig arbeiten. Die müssen zu einem gewissen Zeitpunkt am Ort sein. Und von denen reden wir heute ja eigentlich auch gar nicht unbedingt. Die anderen, die können aber, theoretisch. Und dann haben wir damals geschaut, ja, wie viele tun denn schon mehr oder weniger ortsunabhängig arbeiten. Das ist dann wieder etwa so die Hälfte davon. Also ein Viertel von allen, das wissen wir aus der Studie, die wir zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz zusammen gemacht haben, die können eigentlich mehr oder weniger flexibel arbeiten. Und dann kam Corona, das sieht anders aus, dann hat plötzlich über 50% der Personen, die haben von daheim aus gearbeitet. Eben, ob das die Flexibilität ist, von der wir reden. Aber die haben offenbar können und auch hier ortsunabhängig arbeiten. Wenn man muss, dann geht es plötzlich. Und es geht auch relativ gut. Wir wollten dann wissen, vor 4 Jahren, wie viele Personen möchten denn gerne ein bisschen mehr flexibel arbeiten. Und was sie da so wie die Jeanshose sehen, das ist rund 1/3 von allen, die gerne möchten, ein bisschen mehr flexibel arbeiten, wenn es möglich wäre. Und dann hat man die Headlines jetzt nach dem Lockdown und immer wieder auch gelesen. Es sind Umfragen und Studien gemacht worden, um zu schauen, wer möchte denn auch mehr flexibel arbeiten. Und ja, wir reden dort von einem grossen Teil von fast 50%, die 1 bis 2 Tage sicher werden, in Zukunft daheim sein. Es sind plötzlich auch viel mehr. Und wir wissen das auch von Personen, die bis anhin sehr skeptisch waren, sind Vorgesetzte, die sehr skeptisch waren, die gesagt haben, das ist nichts. Und dann plötzlich haben sie gemerkt, ja, all die Vorteile, die wir jetzt vorher gesehen haben, von der Vereinbarkeit, von der Produktivität, ja, das greift und das ist, es ist möglich, es geht. Wieso also nicht auch in Zukunft? Das ist die Sicht der Arbeitnehmenden. Und dann haben wir die Sicht der Arbeitgeber. Das hat jetzt auch ein bisschen flexibler dürfen, selbstbestimmt laufen. Ja, vielleicht das nochmal. Wir müssen dann die Anfrage ein bisschen anders stellen und sagen, was ist denn der Treiber für Homeoffice gewesen? Und ich glaube, das müsste dann wie noch so eine zusätzliche Antwort geben mit den Arbeitnehmenden, die das vorantrieben haben. Ja, und dann die Sicht der Arbeitgeber, das ist so etwas, wo ich auch immer wieder gefragt werde, ja, bleibt jetzt das? Machen jetzt die Unternehmen endlich etwas? Und dort will sich ja natürlich niemand die Finger verbrennen. Also das ist jetzt so aus der Twitter-Perle von der deutschen Arbeitgeber natürlich sehr übergespitzt. Das ist so super gelaufen, das Homeoffice. Darum machen wir es jetzt nicht mehr. Genau. Es ist tatsächlich so, dass wir von ein paar Organisationen in der Schweiz wissen, die holen ihre Leute wieder zurück, ab sofort. Und andere, die sagen, wir haben dort schon Statements von grossen Firmen wie der Novartis gehört oder von Siemens oder von der UBS oder Luzerner Kantonalbank, wo zum Beispiel auch der CEO gesagt hat, das Homeoffice wird langfristig bleiben. Es werden Zahlen genannt, was sie dort machen wollen. Und man ist einfach noch so ein bisschen vorsichtig. Aber viele sind jetzt im Moment dran, zum Aushandeln, zum Schauen, wie sie es in Zukunft handhaben. Und dann halt das, die grosse Arbeit, die fängt jetzt an. Ja, es ist vieles jetzt da, man hat jetzt vielleicht endlich mal das Teams installiert, man hat endlich mal die Tools, das Notebook verteilt worden, man kann die vielleicht gerade behalten daheim, aber eigentlich ist das alles nur so die Hülle. Was jetzt muss passieren, ist die Diskussion miteinander. Wie geht es denn weiter? Wie schafft man denn zusammen? Eben, ich habe das am Anfang gesagt, Flexibilität, der Preis dafür, das kann Einsamkeit sein. Es geht darum, dass man es smart macht und zwar so, dass auch langfristig zum Beispiel die Teamproduktivität steigt. Dass man eben nicht nur über Homeoffice redet, sondern über ganz andere Faktoren. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gesehen habe, Ende letzten Jahr.
im Wirtschaftsmagazin Brand 1, wo es darum geht, also was ist denn die digitale Transformation, was braucht es da dafür? Und ich glaube, das können wir gut auch ersetzen mit, was braucht es denn für New Work, für die neue Arbeit, Arbeitswelt. Es braucht eben nicht nur einfach Technologie und Tools, sondern es braucht eben auch das Wollen, Wollen anders arbeiten und Wollen anders die Arbeitswelt denken. Und es braucht Kompetenzen auch dazu, also das Können. Und um genau das geht es bei dem smarten Arbeiten, dass man genau diese Aspekte, wenn man nicht mehr muss, weil es jetzt der Lockdown ist, sondern man darf, und dann geht es ums Verhandeln. Und dann geht es eben so, dass man dann nicht mehr alleine, jeder für sich ist und aneinander vorbeischafft, sondern wirklich auch wieder zusammenschafft, dass es ein smartes Arbeiten ist, dass es nicht einfach nur der Flexibilität willen ist, sondern eben, weil es jedem etwas bringen tut. Ja, wir fangen dann so ein bisschen an, das ist so ein bisschen spitzfindig vielleicht, aber es hat sehr vieles dabei. Wir reden eben nicht mehr über Homeoffice, sondern über Selbstbestimmung. Dass es doch eigentlich in der Verantwortlichkeit von einem mündigen Mitarbeiter liegt. Das ist ja auch das Menschenbild dahinter, dass man mündig genug ist, das Können zu bestimmen, was denn jetzt der richtige Arbeitsort ist für einen, um eine Aufgabe gut zu machen. Ob das Homeoffice ist, kann ein Tag sein, muss aber nicht. Und ja, das andere ist, dass man sich abstimmen tut. Statt sture Regeln so dann darfst du daheim sein, dann nicht mehr. Ich meine, es ist ja dann irgendwie auch keine Selbstbestimmung mehr, wenn ich eine Woche voraus schon muss mein Homeoffice-Tag eingeben. Das gibt es also wirklich. Dann ist es irgendwo nicht mehr die Freiheit, die ich brauche und eben die Flexibilität. Sondern dann ist es auch nur noch eine Einschränkung. Aber die Abstimmung, die Kommunikation darüber, Transparenz darüber, wie man erreichbar ist, wenn man erreichbar ist, wenn man sich sieht. Das braucht viel Abstimmung und viel Gespräche auch miteinander. Der Stundenplan, das ist so, finde ich, immer ein gutes Beispiel, wie man das Thema aufzeigen kann. Es geht auch ganz fest darum, dass man nicht schwarz-weiß denkt, nicht nur in Homeoffice und in Office denkt, sondern eben in Mischformen. Wann macht man was? Wann ist was gut? Und vielleicht sieht mein Montag so aus, dass ich den ganzen Tag im Büro bin. Das ist gut möglich, weil ich muss meine Kollegen sehen, ich muss Sachen besprechen, die einfach nur unter vier Augen gehen. Und dafür einen anderen Tag, wo ich wirklich konzeptionell arbeiten kann, wo ich zu arbeiten kann im eigenen Rhythmus, wo ich vielleicht aber auch etwas eben daheim noch muss in dieser Zeit sonst noch erledigen, wo ich auch machen kann, wo ich vielleicht dann halt in die Nacht rein arbeiten, was auch immer. Aber da gibt es so viele Facetten. Und ich persönlich, wenn ich es kann, versuche ich schon auch, mein Team zu sehen, meine Leute zu sehen. Aber dann schaue ich auch, dass ich nicht am Morgen, am irgendwann ins Büro gehe, wenn es nicht muss sein. Aber das hat dann auch wieder viel mit diesen Gewohnheiten zu tun. Aber natürlich sieht mein Stundenplan vielleicht so aus. Und von meinen Teamkollegen sieht er wieder ganz anders aus. Und dann fängt es eben an mit dieser Abstimmung, dass man darüber redet. Und dann geht es auch um Kommunikation. Tun Sie doch eine Out-of-Office-Meldung rein, um zu zeigen, ich bin nicht dumm. Das, was Sie hier sehen, ist nicht eine Out-of-Office-Meldung, sondern ich bin heute im Büro. Eine Nachricht, wie sie könnte sein, habe ich gestohlen als Idee von der Stadt Zürich. Hat das jemand vorgeschlagen, wie wäre das denn damit, wenn man nicht mehr würde sagen, man ist nicht dumm, sondern ja, ich bin heute im Büro. Ich schaue die Mails später an, wenn ich im Homeoffice bin. Weil im Homeoffice kann ich meine Mails viel besser abarbeiten. Ins Büro müsste ich doch eigentlich dann gehen, wenn ich meine Teamkollegen sehe und mit ihnen kann eben etwas Wichtiges besprechen. So wertvoll müsste mir die Zeit sein. Das ist so als Idee. Man kann natürlich auch einfach überlegen, ob man sich Zeit blockieren, wo man eben dann vielleicht miteinander eine andere Idee schaffen, an einem Konzept schaffen, etwas Neues entwickeln. Ja, und so gibt es einfach ganz viele neue Dimensionen von dem flexiblen Schaffen, neue Zusammenarbeit, neue Rollen, neue Kompetenzen, neue Führung. Es kommt ganz viel Neues auf uns zu und darum vorher die Folie, die Arbeit fängt erst jetzt an. Das braucht vieles und das ist nicht in 3 Monaten Lockdown gemacht. Das ist so ein Beispiel. Wir arbeiten gerne bei unserer WorkSmart-Initiative mit Beispiel, wie das eine Firma gemacht hat, ein mittelständisches Unternehmen. Die hat sich so Regeln aufgestellt. Das erinnert sich natürlich an die
die Kommunikation vom Bundesrat, vom Bund, mit den Regeln, die jetzt gelten. Es ist auch egal, was jetzt da steht, ob sie jetzt einen Teamtag definiert haben, ob sie jetzt wie viele Tage Homeoffice das möglich ist. Ich glaube, was gut ist und auch zum Wissen, das hat viel Arbeit gebraucht, um auf den gemeinsamen Nenner zu kommen. Und das Schöne an dem ist, morgen sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Es lässt sich auch anpassen, so wie wir das auch bei dieser ganzen Covid-Kommunikation gekannt haben. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich kein Patentrezept, es gibt einfach Erfolgsfaktoren. Und das haben wir gemerkt, wo wir die WorkSmart-Initiative gegründet haben, wo wir gesagt haben, wir machen das nicht so, wie das in anderen Ländern ist, dass wir irgendwo darauf warten, dass die Politik uns vorgibt, wie wir flexibel arbeiten in der Wirtschaft fördern, sondern wir gehen davon aus, dass, weil ja alle etwas davon haben, dass auch alle möchten mitwirken. Und darum das Bündnis von Unternehmen, das sicher so einzigartig ist, mir ist kein anderes Land bekannt, und dass es aus der Kraft der Wirtschaft kommt, wo sich die Wirtschaft, die Firmen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir schauen miteinander in diesem Bündnis, dass wir die neuen Arbeitsformen unterstützen, dass wir andere Organisationen befähigen und sie begleiten im Ganzen. Ja, und da bin ich eigentlich schon fast am Schluss noch so ein bisschen ein kleiner Werbeblocker. Wir stehen kurz vor unserer Work Smart Week, die wir auch dieses Jahr haben. Und das Thema könnte nicht passender sein. Es geht darum, wie geht es weiter, wie geht es in der Zukunft weiter mit dieser Zukunft der Arbeit, dass man eben die Chancen nutzt, die jetzt auch aus dieser Krise sicher gibt, dass man versucht, das, was man mitnehmen konnte, die Learnings, dass man die mitnimmt, sich damit austauscht, dass man eben ja, am Schluss als Gewinner rausgehen kann und daraus lernen kann, was die Zeit gebraucht hat und was man mitnehmen will. Dass man das Beste versucht, mitzunehmen aus dieser Zeit und dann so auch vorwärts in eine neue Normalität geht, statt zurück, back to normal. Ja, und das Ganze geht eigentlich nur smart. Und wenn sie so wären, dann würden alle davon profitieren. Und ich freue mich, heute habe ich noch eine smarte Kollegin dabei, die uns noch ein bisschen mehr ins Thema einführt. Das ist so ein bisschen das Prinzip auch von unserer Initiative. Oder? Ein Unternehmen oder Personen, die schon viele Erfahrungen gemacht haben, persönlich, aber auch in ihrem Geschäftsfeld, wo sie damit arbeiten. Muriel Burkas, denke ich, ist die richtige Person, die eben genau über die Themen, wo es jetzt gilt, anzugehen in der Wirtschaft, uns mehr darüber erzählen kann. Muriel, ich freue mich sehr, bist du heute da. Danke vielmals. Danke vielmals Ihnen. Danke. Danke vielmals Alex, da ist schon ganz viel vorgelegt worden, ganz viel Spannendes erzählt worden. Es freut mich sehr, dass ich heute auch da sein darf. Ich rede heute über das Thema von der Digitalisierung zur Humanisierung. Wie schon angekündigt, mein Name ist Muriel Burgas, ich arbeite bei der Firma Witzig, die Office Company. Ich bin Teil des internen Think Tank und wir forschen zum Thema Zukunft der Arbeit. Die Firma Witzig, die Office Company, beschäftigt sich mit Arbeitswelten, mit Räumen, mit Lernwelten und hat sich vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt, weil sich überlegt, die Arbeitswelt verändert sich so rasant, es ist wichtig, und elementar, dass wir uns frühzeitig überlegen, was passiert in der Zukunft und was hat das für einen Impact für unsere Arbeit im Raum. So ist das gegründet worden. Und es freut mich sehr, dass ich heute etwas erzählen darf. Ich bin draußen bei den Kunden und berate Unternehmen auf strategischer Ebene. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Forschungsauftrag, wo wir mit Hochschulen zusammenarbeiten und da schauen, wie verändert sich das denn genau und was hat das für einen Einfluss und so immer zwei, drei Schritte können voraus sein. Der Titel von der Digitalisierung zur Humanisierung ist bewusst gewählt. Über Digitalisierung wird ganz viel erzählt, wo man eigentlich inzwischen sagen müsste, Digitalisierung ist nicht mehr ein Werkzeug und eigentlich ein Hygienefaktor, der gewährleistet sein muss. Aber was viel spannender ist, was löst es bei den Menschen aus? Was löst es bei uns aus? Wie schaffen wir es, über uns hinaus zu wachsen? Wir haben jetzt gesehen in den letzten Monaten, was heisst das für unsere Zusammenarbeit? Tun wir vereinsamen oder nicht? Auch wenn wir all die Möglichkeiten haben, technologisch, braucht es eben doch noch etwas anderes, was uns Menschen eben ausmacht im Alltag. G-
Genau, wir haben ja alle das miterlebt von der Industrialisierungswelle, von der dritten Industrialisierungswelle zu der vierten Industrialisierungswelle. Wir reden über die schönen Buzzwords von künstliche Intelligenz, IoT, wo man sich überlegt, was heisst das für uns, was können wir da noch machen, noch einen Vorsprung rausholen. Aber eigentlich fragen wir uns dann eher, was braucht denn Unternehmen, um überhaupt erfolgreich zu sein in der Zukunft? Und klar, Digitalisierung oder die Technologie, die braucht es, das ist relevant. Da hat es auch Unternehmen gegeben, wo es weggeschwemmt hat, wenn man an einen Kodak denkt. Aber wo man sich dann gleich muss fragen, hat das wirklich damit zu tun, dass sie den Trend Digitalisierung verpasst haben? Oder hat es eben vielleicht mit etwas anderem zu tun, dass sie kulturell mit dem Weitblick für die Zukunft, mit der Zusammenarbeit nicht auf der Höhe waren und das eigentlich dazu geführt haben, dass sie den Trend oder die technische Entwicklung verpasst haben? Wegen dem möchte ich jetzt in den kommenden 20-30 Minuten auf drei Themen gehen. Drei Thesen oder drei Aspekte, wo man sagt, das braucht es eigentlich, um in der neuen Arbeitswelt zu bestehen. Zum einen haben wir das Thema neue Rollen. Die Rolle verändert sich, das werden wir gerade als erstes kurz anschauen. Dann haben wir das Thema neue Räume. Da reden wir immer davon, dass Verhältnis steuern das Verhalten. Das heisst, den Mensch zu verändern ist relativ schwierig. Aber je nachdem, wie wir mit der Umgebung arbeiten, löst das etwas anderes bei uns aus. Zum Beispiel jetzt hier, gerade ganz konkret, ich darf auf dieser Bühne stehen. Das wirkt natürlich ganz anders für Sie, aber auch für mich, als wenn ich jetzt unten würde stehen und zu Ihnen würde reden. Es würde auch anders wirken, wenn Sie nicht würden sitzen, sondern Sie würden stehen. Und so wirkt es immer, je nachdem, was wir für ein Setting arbeiten, wirkt ganz stark auf unser Verhalten. Wo wir sagen, mit dem können wir einiges auslösen bei den Menschen. Und das dritte Thema, für mich eigentlich mit spannendste Thema, ist Formen der Zusammenarbeit verändern. Was heisst denn das, wie wollen wir zusammen arbeiten? Da hat Alex schon schön vorgelegt. Was heisst denn das für die Zukunft? Was heisst denn das Homeoffice oder das mobil flexibel arbeiten? Wie nutzen wir die Tools intelligent, smart und eben nicht nur flexibel? Und wie stellen wir sicher, dass eben nicht nur die individuelle Produktivität hoch ist, sondern die Teamproduktivität oder die organisationale Produktivität, das Miteinander? Die Welt hat sich verändert, immer wieder, immer weiter. Früher hat es mal das landwirtschaftliche Zeitalter gegeben. Viele waren Bauern, haben Selbstversorgung gemacht. Es hat sich dann weiterentwickelt mit der Industrialisierungswelle, sind wir alle in die Fabriken gekommen. Das ist so die Zeit von Ford, wo wir die Autos gebaut haben, alle. Und dann ist es weitergegangen, das letzte Zeitalter, wo man vielleicht immer noch ein bisschen drinnen hängt. Das ist das sogenannte Information Age, also das Zeitalter, wo wir eigentlich vor allem im Büro waren, das Aktenköfferli, wo wir vor allem mit den Banken und Versicherungen gelaufen sind und dort das grosse Geld verdient haben. Und jetzt sind wir eigentlich auf dem Sprung in das neue Zeitalter, das konzeptionelle Zeitalter, wo man sagt, durch das, durch die Industrialisierung, durch die Digitalisierung können uns Maschinen so viele Sachen abnehmen, dass wir uns um die klassischen Sachen, repetitive Sachen, monotone Sachen gar nicht mehr so kümmern und uns viel mehr dürfen über die kreativen Aspekte kümmern, dürfen konzeptionell arbeiten, dürfen uns überlegen, wie das in der Zukunft sein soll. Und wegen dem der Arzt mit dem Malerblättchen, wo man kann sagen, ja, was kommt denn da noch, wie dürfen wir uns da verändern? Also so auch der Anspruch an die Mitarbeiter, so der Anspruch an die Gesellschaft, wo man sagt, es sind neue Kompetenzen gefordert. Und in dem Zusammenhang eben auch neue Rollen. Wir brauchen vielleicht weniger Buchhalter in der Zukunft, weil das können die Maschinen mit der Zeit immer besser übernehmen. Aber wir brauchen neue Profile. Das sind jetzt natürlich überspitzte Rollen, die man da sieht, aber wo man merkt, die Welt verändert sich und es braucht auch andere Rollen in der Zukunft. Und ein Beispiel von Freitag, kennen Sie sicher alle auch, Schweizer Firma. Und Sie haben gesagt, wir gönnen uns zu unserem Firmenjubiläum einen Chief Happiness Officer oder Global Happiness Officer, wo man gesagt hat, die Person ist nur zuständig, dass es unseren Mitarbeitern gut geht, weil uns ist das so viel wert, dass wir für das eine Person anstellen. Und das klingt jetzt vielleicht so, ja, das ist ein schönes Goodie, wenn man sich das leisten kann, aber Unternehmen merken, dass man aufs Mal andere Rollen brauchen im Unternehmen, die eben auch wichtig sind, die eben auch zielführend sind und Produktivität hochhalten bei den Mitarbeitenden, wenn man auch diese Rolle besetzt.
Und da gilt es auch als Unternehmen, wie auch als Individuum, sich zu überlegen, was heisst denn das für mich in der Zukunft? Was brauchen wir überhaupt für Rollen? Was brauchen wir nicht mehr? Und manchmal sind die Leute überrascht, wenn sie hören, für was andere Leute bezahlt werden. Also eben so einen Job denkt man, oh, das wäre jetzt eigentlich noch lässig, wenn ich das könnte spielen. Aber das ist eben auch wirklich ein Job, der auch einen Mehrwert schafft im Unternehmen, wo man sagt, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter gesund bleiben und glücklich sind und gern bei uns arbeiten. Und nicht nur, weil man ein kleines Spassunternehmen ist. Es gibt immer so die Diskrepanz, dass man sagt, die Mitarbeiter sollen sich bei uns nicht wohlfühlen, die sind da zum Arbeiten. Wo man aber eigentlich muss sagen, hey, nein, wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen, funktioniert das viel besser, dass die auch gerne arbeiten können und besser arbeiten und gerne noch die extra Meile für das Unternehmen gehen. So viel zu den Rollen. Jetzt vielleicht mal einen Blick zurück. Es ist immer gut, wenn man über die Zukunft redet, dass man mal einen Blick zurück wirft und sagt, wie war das früher gewesen? Wir können ja vielleicht noch etwas lernen, wie das früher war. Und wenn wir mal schauen, die früher Träume ausgesehen haben, fangen wir vielleicht zuerst mal an, wer ist denn der grösste Innovator in den letzten Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten gewesen? Und da sticht eine Person stark raus, der Thomas Edison, der extrem viel für die Gesellschaft gemacht hat und extrem viel Innovation vorantrieben hat. Und wenn man jetzt sagt, das ist eigentlich noch spannend, heute reden ja alle von dem Begriff Innovation, dass wir das brauchen in der Zukunft, wie sind wir innovativ, kaufen wir die jungen Startups auf und bringen so die Innovation ins Unternehmen, machen wir es selber und wenn ja, wie machen wir es selber? Und ein Aspekt, den man dann anschauen kann, ist, wie hat denn so ein Büro oder so eine Arbeitsumgebung von Thomas Edison ausgesehen. Das war so sein Innovationslabor vor ganz, ganz langer Zeit, wo man gesagt hat, aha, da wird geschaffen, sieht ein bisschen aus wie ein Werkraum, da wird gewerkelt, da wird ausprobiert. Heutzutage würde man so einen schönen Begriff wie irgendwie MVP brauchen, wo man Minimal Valuable Product, also so das Minimum, dass man auf den Markt gehen kann, da entwickeln. Man redet vielleicht nicht nur von einem Ideation Space, also von einem Kreativraum, sondern auch von einem Makerspace, wo man heutzutage mit 3D-Druckern ausgestattet etwas vorantreiben kann. Und das ist jetzt schon relativ lang her. Wie könnten dann so Welten, Arbeitswelten heute aussehen? Und heute sind wir vielleicht eher eben auf der linken Seite, auf der rechten Seite von Ihnen ausgesehen, wo man sagt, ja, das sind vielleicht offenere Flächen, wo man begegnen kann miteinander. Wir sind ja auch im Zeitalter von der Wissensarbeit. Das heisst, wir brauchen vielleicht nicht mehr so viele Maschinen, je nachdem, in welcher Branche dass wir unterwegs sind. Wir brauchen aber trotzdem Möglichkeiten, um miteinander in den Austausch zu kommen und etwas auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Das heisst, da sieht man eigentlich dann auch, auf der einen Seite haben wir die Idee, die man früher oft hatte, in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Wir wollen die schönen Boxen haben, jeder ist in seinem Büchschen und soll bitte abarbeiten. Am besten nicht miteinander reden, sonst könnte man sich noch in die Quere kommen. Sie sind ja da zum Arbeiten. Und jetzt kommt man dahin und sagt, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen Zusammenarbeit, wir brauchen miteinander, wir wollen Sachen teilen. Und die Leute sollen entsprechend auch die Arbeitsumgebung haben, die das fördert. Eben, Verhältnisse steuern das Verhalten. Je nachdem, ob ich da die Heimus, ich sage schon, muss sein oder da darf sein, steuert das, wenn ich mich auch im Alltag verhalte und vielleicht auch, wenn ich mich fühle. Und auch eben, ein Raum ist die Körpersprache vom Unternehmen und sagt recht viel aus, wie es da vielleicht abgeht, ein Stück weit. Was braucht denn ein Unternehmen heute? Es ist natürlich nicht für alle anwendbar, wie es Alice gesagt hat, es gibt nicht die eine perfekte Lösung. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Unternehmen merken, sie brauchen mehr Flexibilität, sie brauchen mehr Vielfalt, weil ihre Tätigkeiten vielfältiger geworden sind. Und so eigentlich müssen auch den Raum haben, Zonen haben, Flächen haben, wo sie die unterschiedlichen Bedürfnisse abdecken können. Also nicht nur Arbeitsplätze und Kaffeezonen. Und dann auch Meetingräume, das sind so die drei Sachen, die es damals gibt. Sondern es gibt mehr, es gibt die informellen Besprechungszonen, es gibt vielleicht auch Bibliotheken, wo die Leute ganz konzentriert arbeiten können. Es gibt vielleicht Telefonboxen, wo man sich zurückziehen kann, etc. Also die Vielfalt, die entsteht. Und so eben ist es nicht das Schwarz-Weiß-Denken, sondern das Spannungsfeld, einem Raum,
wo wir sagen, das ist nicht entweder oder, sondern es ist sowohl als auch. Also wir haben Elemente, die wir teilen. Wir haben aber vielleicht auch Elemente, die einem selber gehören oder einem Team gehören. Wir haben vielleicht eine Teambase, wo man sagt, das sind wir zuhause, weil man ja die Identität fördern will. Oder auch eben das Thema Chaos und Ordnung. Gerade wenn man kreativ arbeiten will, braucht es ein bisschen Chaos. Aber bitte nur das eigene Chaos. Man will nicht das von den anderen aufräumen. Also braucht es auch wieder Ordnung. Und so weiter. Also das Spannungsfeld, das wir heute eigentlich sagen, wir können nicht sagen, das und das braucht es und das nicht, sondern wir brauchen eben beides, je nachdem, wo dass wir unterwegs sind, welche Tätigkeiten dass wir haben und in welchem Bereich dass wir gerade vorwärts kommen wollen. Jetzt haben wir über den Raum geredet und es gibt so ein Beispiel, sogenannte Vagabonds. Sie kennen wahrscheinlich die meisten Namen, die da drauf stehen. Das sind nicht ganz unbekannte Persönlichkeiten. Und die haben einen Roadtrip gemacht. Also die sind gemeinsam durch Amerika gereist mit dem Camper. Natürlich mit der ganzen Entourage, weil es sind ja bekannte Leute. Aber trotzdem, sie sind zusammen durch Amerika gereist, durch ganz Amerika, und haben auf dem Weg eigentlich gesagt, hey, die Natur tut uns gut zum Denken, zum Miteinander arbeiten und zum neue Ideen entwickeln. Und es ist interessant, weil eben der Blick zurück in die Vergangenheit zeigt, das ist nichts Neues, dass man heute sagt, wir machen das Wochenende oder eine Woche in den Bergen mit dem Team. Wir machen einen Tapetenwechsel und gehen mal in die Natur, das tut gut. Das war schon früher ein Thema, wo wir aber jetzt noch sagen, für die Zusammenarbeit ist ein ganz interessantes Konzept auszubrechen und eben in der Natur zu sein und gemeinsam etwas zu entwickeln. Aber eben, es ist nicht unbedingt etwas Neues, es hat es schon früher gegeben. Das ist jetzt mein Team in Gran Montana, wo wir eben auch sagen, da passiert so viel, wenn man da mal ausbrechen kann und in einem anderen Setting kann arbeiten. Und so kann neu denken und in die Zukunft denken und nicht in diesen Strukturen drin ist, wo man vielleicht sonst schon den ganzen Tag drin gefangen ist, ein Stück weit. Schön. Jetzt vielleicht, was beschäftigt uns denn heute im Alltag? Da hat es eine Studie gegeben, 2017, wo man sagt, es ist eigentlich auch schon wieder veraltet in unserer schnelllebigen Zeit, vor allem unter den aktuellen Aspekten. Die Studie ist vom Institut für angewandte Psychologie, wo man geschaut hat, was beschäftigt die Unternehmen. Man sieht es oberst oben natürlich das Thema Digitalisierung, Automatisierung, da sind vielleicht auch noch ganz viele Fragezeichen rum. Und direkt danach kommt das Thema mobil flexibles Arbeiten. Es ist noch interessant, dass es direkt danach noch man sagt, wie macht man denn das überhaupt? Wie finden wir da die Lösungen? Und da fängt es dann eben an Menschen, beim Hauptthema Digitalisierung. Ja, da braucht man Lösungen, da braucht man smarte Leute, die wissen, wie das geht. Aber nachher fängt es eben an, dass es um den Mensch geht. Was heisst denn das für den Mensch? Was heisst das für unsere Zusammenarbeit? Und das ist viel schwieriger, um eine Lösung zu finden. Das kann man eigentlich auch nicht sagen, es gibt die eine Lösung, sondern das muss man irgendwie immer wieder individuell gemeinsam finden. Und wenn man da jetzt ein bisschen reinleuchtet und schaut, was hat denn eigentlich die Flexibilisierung oder die Digitalisierung verändert, hat vor allem verändert, dass Jobs anspruchsvoller geworden sind. Die Anforderungen sind gestiegen, sagt die Mehrheit der Teilnehmer dieser Umfrage. Also es ist ein neuer Anspruch da, wo man gerecht werden muss. Gleichzeitig sagen sie aber auch, die Autonomie ist gestiegen. Also ich habe mehr Freiheit, um selber denken, selber gestalten, selber entwickeln oder eben auch auszuwählen, wann ich wo und wie möchte arbeiten. Und jetzt das Thema Flexibilisierung haben wir gehabt. Und das Thema Homeoffice. Und leider eben, da habe ich es jetzt gesagt, meistens, wenn wir von mobilflexiblen Arbeitsformen reden, reden eigentlich alle nur vom Homeoffice. Und wenn man schaut, eigentlich eben, was möglich wäre, 80% haben gesagt, sie hätten theoretisch aufgrund von ihrer Tätigkeit, könnten sie im Homeoffice arbeiten. Die Realität sieht anders aus, das hat Alex gesagt. Aber wenn man schaut, was sie dann verstehen unter dieser theoretischen Option, von mobil flexiblem Arbeiten, verstehen eigentlich alle nur Homeoffice darunter. Dabei ist es so viel mehr. Und es ist eigentlich schade, wenn man es auf das begrenzt, sondern sich wirklich überlegt, was gibt es denn sonst noch? Was heisst denn mobil flexibles Arbeiten? Ich höre dann auch immer, ja, die sind eben in der Produktion, die sind an der Maschine, die können nicht mobil flexibel arbeiten. Aber neues Denken, neue Arbeitsformen ist eben viel mehr als nur der Standort. Das ist dann vielleicht die Zeit, die man schafft, oder eben auch die Führungskultur und so weiter, was Alex vorher auch schon angetönt hat. Und dann ist immer das Thema, was mir auch aufgehört, dass die Unternehmen sagen oder die Mitarbeiter sagen, ja, wenn ich keinen eigenen Arbeitsplatz mehr habe, dann fühle ich mich nicht mehr so zugehörig bei dem Unternehmen. Und da
hat man wieder Studien angeschaut und da war es eigentlich, die meisten Mitarbeiter gehen schon davon aus, dass sie denken, in 5 Jahren werden sie keinen persönlichen Arbeitsplatz mehr haben. Also dass der Anteil an persönlichen Arbeitsplätzen wird sinken. Das gehen die Mitarbeiter davon aus oder sind sich dem vielleicht bewusst. Aber wenn man jetzt schaut, die keinen persönlichen Arbeitsplatz mehr haben, wie zugehörig fühlen die sich dann? Wie fest identifizieren sie sich dann mit dem Unternehmen? Das ist doch dann eigentlich... Das ist dann doch sehr hoch, bei fast 90%, wo die Leute eigentlich doch sagen, nein, auch ohne eigenen Arbeitsplatz fühle ich mich sehr zugehörig. Und das ist eine der Hauptängste, die viele Mitarbeiter haben, dass sie sich dann nicht mehr so dazugehörig fühlen, dass sie nicht mehr ein persönliches Foto am Arbeitsplatz haben und so weiter. Und aus diesen Gründen sagen wir eigentlich, dass die Digitalisierung ist eigentlich in erster Linie ein sozialer Prozess ist. Und der Mensch macht einen Unterschied über Erfolg oder Misserfolg von dieser Digitalisierung und nicht unbedingt Technologie, weil die kann man relativ einfach instand halten oder reinbringen. Das kostet etwas, das braucht Zeit. Aber der Mensch macht einen Unterschied, ob das dann zum Laufen kommt oder eben nicht. Da noch ganz kurz. Zum Abschluss die dynamisch-soziale Netzwerktheorie. Auf Englisch klingt es ein bisschen smoother, aber da geht es eigentlich darum, was passiert in den Verbindungen. Also das Netzwerk, das sind jetzt alles Einzelpersonen da drin, aber was viel spannender ist, ist, wenn man da anfängt zu verbinden, wenn es zu einem Austausch kommt, wenn es zu einem Miteinander kommt. Und die dynamisch-soziale Netzwerktheorie beschäftigt sich eben mit dem, wo man sich genau überlegt, das Individuum ist auch interessant, aber es ist vielleicht eine andere Disziplin. Viel spannender ist, was passiert zwischen den Menschen. Wie können wir das Miteinander, das dazwischen, stärken und fördern? Und da passiert ganz viel. Und aus dem aus hat man eben auch gesagt, kurzfristig wählt das Individuum aus, mit wem das man sich möchte verbinden oder eben nicht verbinden. Aber langfristig prägen genau die Verbindungen das Individuum wieder prägen und so eigentlich den Mensch beeinflussen. Und wenn man sich das mal ein bisschen bewusst überlegt, mit wem gebe ich mich überhaupt ab, mit wem tue ich mich austauschen, was passiert, wenn das gute Energien sind, die ich da habe, irgendeine inspirierende Begegnung habe, dann beeinflusst einem das ganz stark und über die lange Frist macht eben genau das Netzwerk macht uns aus als Menschen, mit wem wir uns tagtäglich umgeben. Wenn Leute zu uns kommen oder Kunden zu uns kommen, dann kommen sie meistens wegen diesen Themen. Sie wollen den Raum verändern, das ist der Klassiker. Sie wollen jetzt ein bisschen modern sein. Sie haben gesehen bei Google, es ist noch lässig, kommt gut an. Wir haben die Herausforderung, dass wir gar nicht mehr zu den guten Mitarbeitern kommen. Ich glaube, wenn wir das machen, funktioniert es. Oder Technologie. Technologie müssen wir verändern. Das sind beides gute Sachen. Aber da ist eigentlich in erster Linie, es braucht Geld. Wenn man Geld hat, kann man das gut machen. Was aber viele dann vergessen, ist eigentlich eben viel die wichtigere Sache, das Thema Kompetenzen. Haben denn die Leute überhaupt Kompetenzen, um mit der Technologie und dem Raum, dem neuen Raum umzugehen? Sind sie mitgenommen worden auf die Reise? Oder eben nicht? Oder man hat sie einfach hineingerührt und gesagt, wird dann schon gehen. Und nachher merkt man, es hat nicht funktioniert. Wieso hat es nicht funktioniert? Sind die Mitarbeiter überhaupt geschult? Über das allein, über Kompetenzen, die für die Zukunft, könnte man nur mal eine Stunde darüber reden. Und dann aber auch, was ist denn mit der Führung? Unterstützt das die Führung? Ist die Führung wirklich schon dort? Wie wird geführt? Wir können den Raum schon verändern, aber wenn die Führung das gar nicht trägt und eigentlich immer noch ihr Eckbüro haben will, dann funktioniert es trotzdem nicht. Und dann ist es eine schöne Marketingkampagne, die dann aber auch scheitern wird, sobald die neuen Mitarbeiter da sind. Aber dann ist es eigentlich ein bisschen vergehene Mühe. Und dann natürlich das letzte Thema, zu was führt es? Zu der Kultur. Was ist unsere Unternehmenskultur? Für was stehen wir? Ganz bewusst und nicht per Zufall, sondern ganz bewusst, für was wollen wir stehen? Wie es Alex gesagt hat, es müssen nicht alle Unternehmen in der Phase 5 landen und sagen, so wollen wir sein. Ultra flexibel und nur noch in der Cloud und holokratisch. Man kann sich ganz bewusst für etwas anderes entscheiden und das ist auch gut. Solange es bewusst macht und sich das bewusst überlegt, wieso sind wir so unterwegs, wie wir unterwegs sind. Und da möchte ich eigentlich und mit dem möchte ich eigentlich auch aufhören, dass man sich bewusst überlegt,
eigentlich muss man außen anfangen. Was ist unsere Kultur? Was ist unsere Führung? Was sind unsere Kompetenzen? Und dann beim Raum und bei der Technologie landen. Weil das andere, der äußere Kreis oder Kern, ist viel, viel schwieriger zu verändern, weil es eben menschelt und weil es eben nicht so einfach ist, von der Digitalisierung zu der Humanisierung zu kommen. Und die meisten beim ersten stehen bleiben. Und mit dem möchte ich eigentlich aufhören und ich möchte eigentlich nur alle motivieren, um sich Gedanken zu machen und auch bewusst vielleicht die Zukunft mitzugestalten und nicht gestaltet zu werden. Und so eigentlich auch Mut fassen, weil ich glaube, es ist ein Spielfeld, wo man noch uns lang drin könnte, darauf bewegen. Danke vielmals. Und Schumi? Merci vielmals, Muriel, Alexandra, für euren Vortrag. Ich habe vorhin ein bisschen leider geschaut. Ich habe gesehen, es hat ein paar Fragen und die würden wir, glaube ich, jetzt gerne projizieren. Weil es sind ein paar Fragen darunter gewesen. Vielleicht wer noch nicht hat, darf das noch mal gerne machen. Und wer ganz eine laute Stimme hat, darf auch sehr gerne fragen. Aber jetzt würden wir gerne die Fragen sehen. Sonst fange ich aber gerade mit einer an, die zu ober war. Genau. So. Alles schön und gut. Jetzt bin ich aber in einem traditionellen Unternehmen. Und wie kann ich das Thema flexibel arbeiten, schaffen, näher bringen, damit, um das auch integrieren können? Ich als Mitarbeitende. Wir erleben es nicht selten, dass eben genau der Wunsch der Mitarbeitenden kommt. Das ist so etwas. Und wir haben ja von der Work Smart Initiative so eine Karte, wo man als Unternehmen unterzeichnen kann. Und die Karte besagt eigentlich nichts anderes als, ja, in unserem Unternehmen fördern wir neue, flexible Arbeitsformen fördern. Und das ist häufig, kommt das von den Mitarbeitenden her. Und dort werden wir genau auch das gefragt. Das Thema ist schon, und darum sind wir dann auch so nach dem Homeoffice-Tag, sind wir dann ein bisschen weggekommen von den Arbeitnehmenden, leider. Aber es ist so, wenn man wirklich etwas bewegen will, dann muss man oben rein. Man muss einen Götti haben, einen Gott haben, man muss jemanden haben, der das Thema vertritt. Und ja, vielleicht gibt es wieder mal die Situation wie jetzt, einen Druck von außen, wobei nicht einmal das lange, ja, haben wir zum Teil gesehen, die eigentlich machen weiter wie bis anhin. Also man muss wirklich wählen. Und wir arbeiten auf dieser Ebene mit dem Sensibilisieren, um aufzuzeigen, ja, wieso ist es denn gut, oder? Mehr weh tut es zum Beispiel, wenn ein Unternehmen plötzlich merkt, wir haben keine Fachkräfte mehr, keine guten Fachkräfte mehr. Die gehen uns weg, die gehen zum anderen Unternehmen, weil es dort nicht nur einen besseren Lohn gibt, sondern vielleicht auch, und auch nicht nur die besseren Räume, sondern eben vielleicht die Freiheit, die Selbstbestimmung, oder? Die neuen Arbeitsformen. Und dort zu verstehen, was es alles an Gutem bringt. Dort eben auch jemanden zu haben, der für das Thema einsteht. Und in der Regel geht es dann auch nicht nur, dass es nur jemand ist, sondern man muss von Anfang an das ganze Thema verstehen als ein komplexes Unterfangen. Eben, ich glaube, Muriel, du hast es gut gesagt, es lohnt sich dort nicht nur einfach beim Raum ein bisschen anfangen zu schrauben und mal umstellen, sondern dass man sich bewusst ist, das ist ein kulturelles Thema und für das braucht man eigentlich die Personen von Anfang an alle bei uns da. Also die Person, die es vorantreiben möchte, tut gut daran, dass sie sagt, HR muss dabei sein, müssen wir dabei haben, da müssen wir mal das Thema platzieren. Kommunikation unbedingt auch natürlich. Aus der Linie vielleicht auch noch. Also so ein bisschen die wichtigen, auch die, nicht nur die Hierarchie betreffend, sondern auch die Personen, die wirklich dann am Schluss entscheiden und Macht haben, dass die dabei sind und das Thema weiterdenken. Das ist so ein bisschen das, was wir merken. Und wenn die Personen nicht an einem Tisch sitzen und sich überlegen, wie kann man es vorantreiben, geht es fast nicht. Was habt ihr für Erfahrungen? Ja, vielleicht nur eine kurze Ergänzung. Was wir immer merken, ist, irgendwo drückt der Schuh eigentlich ja immer. Bei jedem Unternehmen, auch bei einem traditionellen Unternehmen. Und dort ein bisschen vielleicht herauszufinden, was ist es denn? Eben, ist es Talent oder die Mitarbeiter, die uns fehlen, die Fachkräfte, die uns fehlen? Ist es aber vielleicht auch ganz einfach ein Kostenthema? Oder? Oder ist es vielleicht auch ein Thema, wo man einfach sagt, eine Führungskraft kann sich mit dem natürlich auch gezielt positionieren, oder? Also es ist auch dann so ein bisschen, das ist, man ownt das Thema, oder? Und wenn man vielleicht als Mitarbeiter sich überlegen kann,
taktisch, was ist vielleicht intelligent, für wen könnte das Thema interessant sein. Und so eigentlich reinkommt, weil man eine Dringlichkeit kann aufzeigen kann, nicht das Argument, es wäre lässig, wenn man mobil flexibel arbeiten könnte, sondern eben vielleicht bewusst etwas sucht, wo man weiss, da haben wir einen Aufhänger. Sei es Kosten, sei es Talent, sei es eine neue Führungskraft, die reinkommt, die noch so ein Thema braucht, wo man sich ja auch positionieren kann. Das ist jetzt ein bisschen politisch, aber dass man sich vielleicht ein bisschen so überlegt. Und das Thema Kosten ist im Endeffekt eigentlich für alle immer relevant. Also auch die guten Fachkräfte, auch die loyalen Fachkräfte, die man nicht nachher rekrutieren muss, die sind immer das Thema. Und ich glaube, da darf man auch nicht Angst haben, sich die Finger zu verbrennen. Man darf, also ich meine, was für das Unternehmen gut ist, ist in der Regel auch für Mitarbeitende gut. In der Regel. Also ihr redet eigentlich davon, smart vorzugehen. Ja. Vernetzt schauen, was taktisch, ja. Taktisch und nicht unbedingt allein, aber schauen, was sind so die Needs vom Unternehmen und wer kann wirklich davon profitieren und aus dem Bedürfnis heraus agieren, was gut wäre für das Unternehmen. Verstehe ich das so richtig? Ja, das macht Mut. Und es ist ja an sich noch anstrengend. Ich kann es ja vielleicht noch toll finden als Mitarbeiter, aber für einen Mitarbeiter oder für eine Mitarbeiterin ist man ja dort auch in ständiger Bewegung und Entwicklung, wenn das jetzt heute implementiert werden, respektive das Unternehmen sich dafür ausspricht. Es ist anstrengend. Wie gestalte ich das für mich? Was sind so Themen? Ich spreche das Thema Gesundheit zum Beispiel an. Ja, es ist sicher anstrengend, wo wir uns darin befinden. Yuval Harari hat da am WEF im Januar auch geredet zu dieser Reskilling Revolution, also dieser massiven Kompetenzveränderung, die wir in der Zukunft haben werden. Er hat eben auch gesagt, dass es eigentlich eine Anforderung als Unternehmen ist, dass sie eben an den Rahmen arbeiten, dass der Mitarbeiter gesund bleibt in dem konstanten Wandel. Sicher auch, dass man sich sicher fühlt. Also ich glaube, das Thema psychologische Sicherheit, dass man auch das Gefühl hat, ich darf einen Fehler machen, ich bin noch nicht vielleicht dort, wo ich hin möchte, aber es ist okay, wir sind alle konstant dran. Und dann eben auch ein bisschen das Reframing, dass man nicht das Gefühl hat, oh, es ist so anstrengend und ich muss, sondern dass man es kann drehen und sagen, es ist eigentlich lässig, dass ich darf, dass ich Raum bekomme, optimalerweise, um mich weiterzuentwickeln, als Individuum, aber auch im Team. Und das mit einer gewissen Leichtigkeit kann angehen, aber sonst zeigt sich natürlich so leicht. Genau, ich glaube, das ist anspruchsvoll, glaube ich, für alle Beteiligten. Also ich meine, Veränderungen sind immer etwas Anstrengendes eigentlich. Der Mensch ist ja grundsätzlich einfach mal auch gerne bei dem, was er kann und hat. Und zwei Faktoren sehe ich auch immer. Oder? Das eine ist das Müssen, das haben wir jetzt gehabt, und das andere ist das Wollen. Und dort sind wir wieder bei den Bedürfnissen abholen. Und wieder bei einem von diesen Erfolgsfaktoren, oder? Auch gut können unterscheiden, was ist Müssen, was ist Wollen und ja. Wem gebe ich welche Priorität. Da hat es noch eine spannende Frage, warum braucht es überhaupt einen Office-Tag, oder? Wenn man doch von Flexwork redet. Ist das ein Gegensatz? Ja, vielleicht ist es eine Konsequenz aus dieser Flexibilität, wo eben jeder so selbstbestimmt mal da ist oder eben mal nicht da ist. Und was wir einfach spüren, ist, so, man verliert so sich selber. Es gibt so in der Arbeitspsychologie gibt's ein recht gutes, so eine Parabel. Man ist zuerst mal einfach unflexibel und nicht selbstbestimmt. Dann ist man nur getrieben vom Team und dann ist man nicht zufrieden. Dann geht es einem eigentlich nicht gut, weil man ist so aussenbestimmt. Und dann gibt es so ein bisschen Flexibilität. Je mehr Selbstbestimmung, desto besser eigentlich. Und dann, wenn man so die maximale Selbstbestimmung hat, dann spürt man das Team eigentlich nicht mehr. Dann geht es einem nicht mehr gut. Dann ist man eben dort, wo man bei der Einsamkeit ist und dort, wo man bei der Isolation ist, wo man vielleicht auch krank wird. Man weiss dann, die Personen, die dann nur noch so ticken, die können krank werden. Und dort, ich glaube, was dort vor allem fehlt, ist das Gemeinsame, die gemeinsame Vision. Und ich rede dort nicht von Leuten, die selbstständig sind, die das gewählt haben oder aufgrund von dem, was sie möchten, wirklich alleine sind. Aber man verliert sich, man spürt dann gar nicht mehr, was macht man eigentlich miteinander. Und spätestens dann ist der Zeitpunkt da, um zu sagen, ja, wann sehen wir uns denn? Und wir reden jetzt nicht mehr eben von, wann ist man nicht mehr da, sondern wann sehen wir uns? Weil mal ist jemand da, mal
mal nicht? Wann sehen wir uns und was machen wir in dieser Zeit? Und die Zeit auch nutzen, die gemeinsame Zeit nutzen, um auch informell mal zusammenzusitzen, weil man vertrifft sich ja dann nicht mehr einfach immer so automatisch an der Kaffeemaschine alle. Und dort finden ja dann die wirklich wichtigen Gespräche statt, wo ich dich auch mal auf einer anderen Ebene spüre. Und ja, das kann man dann auch nicht verallgemeinern, dass das immer am Mittwoch muss der Office-Tag sein. Aber einfach, dass man mal darüber redet, wann sieht man sich. Dass das auch bedeutet, dass man sich als Unternehmen und auch als Mitarbeiter sich überlegt, was ist unsere Quality Time? Also was machen wir, wenn wir zusammenkommen? Ja. Was ist der Mehrwert daraus? Also nicht, dass jeder seine Kabäuschen geht und seine Mail beantwortet, sondern ganz bewusst nutzt. Genau, das Bewusstsein, das hast du schon auch gesagt, das bewusste Entscheid dafür, dass man jetzt sich sieht und was macht man? Da hat es noch eine Frage, bringt Homeoffice auch Bring Your Own Device weiter? Wenn ich schnell darf. Mach. ich bin kurz vor dem Lockdown ist das gewesen, bin ich in der öffentlichen Verwaltung gewesen. Und die haben mir so gesagt, wir sind jetzt so modern, aber jetzt kann man sein eigenes Gerät mitbringen von daheim. Aber das ist ja das Bring Your Own. Und komisch, niemand möchte das. Und ich musste sagen, okay, das würde ich jetzt auch nicht wollen. Also irgendwo so ein bisschen abtrennen, Geschäft privat und die ganze Wartung noch übernehmen, wenn etwas nicht funktioniert auf meinem Gerät, das wollte ich eigentlich auch nicht. Also so ein bisschen, ich habe jetzt nicht für alle, ich habe keine allgemeingültige Antwort, aber eigentlich eher nicht. So wie ich es bis jetzt gespürt habe, natürlich immer alle Mac-User, sage ich jetzt so Stereotyp, ausgenommen. Es gibt die Personen, die einfach ihr Gerät haben und das brauchen und alles gerne von dort aus machen. Das sind meistens auch die Cracks, die die Unterstützung nicht brauchen. Aber häufig, mobile Geräte sind gut, eigene Geräte ist nicht ein Muss. Und ich glaube nicht, dass das dort einen Aufwind gibt, so wie ich das auch von den IT-Firmen höre. Also mit diesen Sicherheitsaspekten heutzutage wird es ja relativ schwierig. Wir haben da noch eine Bemerkung, dass mit der Innovation und Homeoffice würde ich anders beurteilen. Effizienz schon. Ich vermute, das geht wieder ins Gleiche. Dass mir Innovation nicht möglich wäre, wenn man im Homeoffice ist, sich nicht sieht, die Begegnungen zu schaffen. Und die letzte Frage ist, wie beurteilt ihr keinen Sinn? Ich kenne es ehrlich gesagt zu wenig. Also ich muss jetzt sagen, ich glaube, das ist das System, wo man dann, ich bin ehrlich gesagt, ich wollte mich jetzt auch nicht mit dem räumen, aber das Lean schaffen, also das Lean schaffen, ja, wo in die Richtung geht, das ist ja eine Methodologie, ja, dahinter. Ich glaube, das sind kein Sinn ist wie sind wie andere Arbeitsmethoden, sind gute Ansätze, um sich Gedanken zu machen über wie schafft man zusammen. Ich wollte jetzt nicht auf kein Sinn direkt eingehen, aber für das kenne ich es auch zu wenig. Mhm. Aber es ist auch dort, es ist ein Versuch oder es sind Methodologien dahinter, wo man die Arbeit effizienter machen will, wo ich denke, es sind ja, vielleicht auch mal einfach ausprobieren. Ja, sind vielleicht noch Fragen aus dem Publikum? Getraut sich noch jemand, laut etwas zu fragen? Niemand? Dann stelle ich nämlich noch die letzte Frage. Alles wird neu, verschiedenste Dimensionen. Wie macht man das, damit es einem nicht völlig überrennt? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wie gestalte ich das? Was soll man zuerst in Angriff nehmen? Zuerst Raum, zuerst Kultur, zuerst Führungsverständnis? Ja, ich glaube auch das. Es gibt keine patente Antwort. Ich glaube, man muss sich eben einfach das, mal überlegen, vielleicht eben mal den Strauß anschauen, was sind Themen und wo vielleicht auch, wo drückt es im eigenen Unternehmen am meisten? Also eben, die einen sagen, nein, unsere Führung ist eigentlich schon recht weit, was das angeht. Das müssen wir gar nicht so anschauen. Wir müssen eher vielleicht Kompetenzen jetzt fördern von gewissen Leuten. Dass man sich das mal einfach anschaut und so eine Priorisierung macht. Aber ich finde es wichtig, dass man es auch nicht Komplexität reduziert, indem man sich nur auf etwas konzentriert, sondern schon sich immer bewusst ist, wie das Zusammenspiel ist. Also wenn man am einen Ort zieht, passiert auch am anderen Ort etwas. Es geht nicht nur am einen Ort, ohne dass man es anderen anschaut, isoliert. Und dann eben auch das Thema vom permanenten Beta, dass man eigentlich sagt, wir kommen weg von dem Anspruch, dass es perfekt muss sein, in sich abgeschlossen muss sein, dass man sagt, es ist eh immer im Fluss und wir sind eh immer im Prozess und wir haben gar nicht den Anspruch, dass es perfekt ist, wir müssen irgendwo anfangen, damit wir eben aktiv gestalten und nicht gestaltet werden.
Aber ja, wir sind auf einer Reise und ich finde auch ehrlich gesagt, das immer sehr erfrischend und angenehm, wenn man das auch den Mitarbeitern gegenüber kommuniziert. Weil man hat eine Tendenz als Führungskräfte den Mitarbeitern gegenüber immer so ein bisschen die tolle Fassade zeigen. Wir haben alles im Griff, wir wissen genau, was wir machen. Das ist alles genau durchdacht und das ist illusorisch. Und wenn man da ein bisschen Mut zur Lücke hat oder auch da ein bisschen Eingeständnis kann zeigen und sagen, hey, wir haben mit bester Intention etwas probiert und wir wissen, in welche Richtung wir wollen, aber wir werden wahrscheinlich den Kurs noch einige Mal ein bisschen justieren müssen, habe ich das Gefühl, gibt es eine Entlastung für Führungskräfte, der Anspruch von Perfektion noch wegfällt und auch für die Mitarbeiter, dass sie sagen, ja, es ist nicht in Stein gemeißelt. Wir sind auf einem Weg und versuchen uns das Beste miteinander auf dem Kurs. Ich vielleicht noch so ein bisschen ergänzend aus Sicht der Arbeitnehmenden. Ich glaube, so zwei Punkte, zwei Kompetenzen, wo sich einfach in dem Fluss von dieser Veränderung, von diesem Beta-Stadion, wo du gesagt hast, bewähren, also das neugierig sein, neugierig aufs Neue sein. Es hat wirklich Gutes drin. Und auch dann mal einfach ausprobieren und schauen, was passt einem aus dem ganzen Neuen drin. Neugierig, aber auch Mut. Mut, mal etwas ausprobieren. Und natürlich, das geht viel besser, wenn man in einer Kultur eingebettet ist, die auch Fehler zulässt. Sicher. Ja gut, also eigentlich finde ich das ein wunderbarer Schluss, Mut zu haben. Mut haben wir gemacht. Danke vielmals für euer inspirierendes Wort. Ich nehme da mal mit, zwei Favoriten habe ich. Raum ist die Körpersprache von einem Unternehmen. Das habe ich so in dieser Form noch nie gehört. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Es ist wie ein Raum, auch dieser Raum da. Es ist eine Wirkung, die man hat, das ehemalige Prüfungsraum, den wir hier haben. Und ich bin im Büro, meine Mails beantworte ich im Homeoffice. Das finde ich so paradox, dass ich das herrlich finde. Und was ich mitnehme, ist einfach Step by Step. Wir gehen einfach alle, wir sind eigentlich alle auf dem Weg. Wir verändern uns alle, unsere Gesellschaft verändert sich, unsere Unternehmen verändern sich. Und was können wir mehr machen, als uns gut vernetzen, mit smarten Leuten zusammentun, nachfragen, für sich selber versuchen zu adaptieren und wenn ich halt mal einen Fehler mache, mir selber vielleicht auch noch verzeihen. Darum danke ich euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da gewesen seid, dass ihr uns Inspiration gebracht habt, euer Fachwissen gebracht habt, die Aussicht noch zu uns gebracht habt. Einen ganz tollen Applaus für Muriel und für Alex. Danke vielmals. Danke vielmals. Das ist euch noch. Danke vielmals. Ja, genau. Ja, und bevor ich mich jetzt verabschiede von Ihnen, möchte ich Sie zu zwei weiteren Veranstaltungen einladen. Am 26. Oktober findet ein Podiumsgespräch statt zum Thema Arbeit und Corona mit unserem Partner Tagesanzeiger. Dann wird die Kantonsärztin Christine Meyer und unseren Arbeitsrechtler Tom Letsch zusammen mit dem Co-Chefredaktor vom Tagi, Mario Stäuble, ein Podium durchführen zu diesem hochaktuellen Thema. Und am 30. November ist ein Smart Monday für Frauen von Frauen. Und das Thema steht Positive Thinking, wie wir unsere Realität selber gestalten. Aber selbstverständlich sind auch die Männer jederzeit dazu eingeladen, wenn wir nicht auslassen. Ich möchte Ihnen allen ganz, ganz herzlich danken für Ihr Erscheinen. Ich danke unseren Referentinnen nochmal ganz, ganz herzlich. Ich danke dem Technik, ich danke dem Team und vor allem danke ich der Martina Kosir. Sie ist unsere Eventmanagerin. Sie hat vor dem Lockdown gestartet und sie ist heute ihre erste Veranstaltung, die sie durchführen konnte. Einen ganz tollen Applaus. Und vor allem danke ich Ihnen, dass Sie da gewesen sind. Das hat mich schaurig gefreut. Und ich freue mich noch mehr, wenn ich Sie das nächste Mal auch wieder sehe. Kommen Sie gut heim. Viel Schauen miteinander.